Hallo, seid mir herzlich willkommen zu meinem Studio-Orgelkanal. Mein Name ist Rudolf Müller und ich will euch hier ein paar Details zu meiner Selbstbauhausorgel zeigen. Im ersten Teil nehme ich euch mit auf einen kleinen Rundgang. Ja, bei YouTube gibt es ja einige Einspielungen von meiner Hausorgel und von euch kamen immer recht viele E-Mails mit der Anfrage, was es denn mit dieser Hausorgel hier auf sich hat. Und da dachte ich, ich mache mal einen eigenen Kanal auf. Jetzt zeige ich euch ein bisschen was. Auf geht's! Das ist also der Blick, der sich mir bietet, wenn ich in den Orgelkeller gehe. Es gibt einen vorderen Raum, dort seht ihr den Spieltisch. Dahinter einen zweiten Raum mit dem eigentlichen Pfeifenwerk. Da gehen wir jetzt mal hin. Dort sieht man gleich links große schwarze Holzpfeifen. Die gehören zum Bourdon 16 Fuß vom ersten Manual. Im Moment leihe ich mir den allerdings als Supers ins Pedal. Die Pfeifen, die sind schon etwas lediert. Das ist so leider, wenn man sich gebrauchte Pfeifen kauft. Aber das tut dem Klang keinen Abbruch. Daneben bzw. dahinter seht ihr die Oboe 8 Fuß in voller Länge. Die steht auf einer extra Lade, sodass ich sie momentan an jedes Werk koppeln kann. So, jetzt nochmal zurück nach vorne in die Mitte. Dort steht als erstes die Windlade vom Hauptwerk. Die renoviere ich gerade, das ist eine Kegellade. Und im Moment talkumiere ich die Kegel ein, das ist dieses weiße Pulver. Dahinter steht die Windlade vom Positiv. Das ist auch ganz klassisch besetzt mit Grundstimmen, Aliquoten bis zum 1/3 Fuß und einem Krummhorn. Da rechts spitzen schon Pfeifen von Salizonal 8 Fuß raus. Das sind die Basspfeifen, die habe ich an die Wand gehängt, weil die zu lang waren. Die gehören allerdings zum dritten Manual. Ich gehe jetzt mal zum dritten Manual. Da muss ich mich erst durchzwängen, es ist ziemlich eng dort. Vorne seht ihr eine fertige Windlade, die ist für die Basspfeifen vom Gemshorn 8 Fuß. Die steht allerdings noch nicht an der richtigen Stelle und ist auch noch nicht angeschlossen. Nochmal zur Orientierung, hier seht ihr die Oboe 8 Fuß. Die wird verlängert durch 12 Pfeifen von einem Fagott 16 Fuß, sodass ich die auch in 16 Fuß Lage spielen kann. Dahinter kommt später die Posaune zu stehen, die ist noch nicht fertig. Und jetzt dahinter, also praktisch ganz hinten an der Wand, steht die Windlade vom dritten Manual. Das ist eine Kegellade mit drei Streichern und zwei Flöten besetzt. So, das war's auch schon für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Macht's gut, tschüss! Thank you.